Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. So habe ich Grand Prix World kennengelernt. Und die war aber schon so verkratzt, die geht schon nicht mehr richtig. Und die CD, wo ich jetzt benutze, da habe ich auch Angst, dass sie irgendwann nicht mehr geht. Und da habe ich gedacht, zur Sicherheit lieber nochmal so ein tolles F1-Spiel, das will man immer gern spielen, nochmal eine CD angeschafft. Stimmt, das lohnt sich sogar dreimal zu kaufen. Ja, ein Kalypso-Spiel würde ich nicht ein einziges Mal kaufen. Hey, könnt ihr mal aufhören, mich zu mobben, nur weil ich Airline Tycoon 2 spiele? Ne, ich hab's jetzt eher auf die Formel 1 bezogen. Das ist dann der Valvorik, wo ich hab's dann. Ja, Valvorik ist hier der Kalypso-Nazi. Der Hater. Der Kalypso-Nazi. Der Kalypso-Nazi. Das ist auch toll. Ich hab's jetzt mal auch schon. Ich spiele das übrigens, kann man das auf dem Mac spielen, das DEFCON. Und den Football Manager, den neue auch. Sag Kevin, könntest du mal kurz gucken, ob du siehst, wo ich spiele, auf welchem Server? Unfassbar, Kevin, ey. Ich geb dir gleich Kevin. Ja, hört man nicht. Mach dich gut. Mal nützlich, guck mal nach. Alter, unfassbar, ey. Die Sprüche, die er jetzt schon rauskloppt, weißt du, nachher mal wieder am Verlieren, ey. Ja. Bei dir steht gerade nur verbunden. Was drin geholt und dann schon. Ja. Schon da. Ich hab nämlich gerade Sachen, die ich selber hochgeladen habe, meine Strecken, auf denen zocke ich gerade. Okay. Ich schau mal gerade, aber irgendwie empfohlen, Favoriten. Alle Spieler. Auf dem Server Beisler Kenny. Also Leute, es geht nicht böse sein, ich mache heute nicht wieder bis um 5. Was? Was ist mit dir los? Nein, ich habe morgen einen Arzttermin. Ach so, okay. Na, ja, das geht vor. Dann Schleudertrauma vom letzten Mal, oder? Ich habe noch ein Problem. Meine Beißlatischen geht nicht mehr. Oh nein, warum das denn? Sag ich nicht wegen dem Editor. Wegen dem Grün? Na, also Manikur haben wir ja noch gemacht. Die letzte Runde mussten wir ja zweimal machen. Silverstone wollte ich... Oh, fuck. Wie? Ja, nochmal? Sorry. Gerade gegen das Ziel gedonnert. Ja. Und Silverstone wollte ich aufnehmen. Ja. Das ging auch schon, da ist erst Mitte drin hängen geblieben. Ich muss das nochmal neu starten. Und dann war ein schönes Regenrennen. Und hätte auch der Beißler gewonnen, wenn da noch nicht die letzte Runde gewesen wäre. In der letzten Runde der Hamilton noch sauber überholt, vor der Start und Zielgerade. Aber immer wenn die ersten 6 durchziehen sind, wird Spiel ab. Ich kann das 20 Mal starten, es geht immer dasselbe aus. Immer gewinnt dabei. Was ist, wenn du Zeitraffer reinhaust? Ich wollte gerade sagen, dann überspring das doch einfach. Wenn du die letzte Runde hast, dann drückst du den Zeitraffer und dann ist fertig. Geht nicht mehr. Ach shit, du musst ja 2 oder 3 Runden vor Schluss haben, ne? Genau, und ich habe in der letzten Runde den Spielstand gespeichert. Und das ist genau der Editor vermute ich auch. Ich bin im Moment da, wo wenn du das wenn du das Rennen neu startest? Ne, geht nicht. Ich habe es in der letzten Runde gespeichert. Ja, du hast keinen Speicherstand. Du hast keinen Speicherstand? Wegen dem Editor habe ich keinen zweiten Speicherstand gemacht. Ich habe doch den Editor, wo du mir ja gerade ist, Kenny. Das hat Kenny auch schon schmerzlich feststellen müssen, dass man einen Speicherstand braucht. Oh ja, wir machen von jedem Spiel mindestens 3 Speicherstände. Ja, da habe ich nicht gewusst, ob die Editor-Date es raushaut, aber ich habe mir extra 2 Stunden bin ich dran gesessen und habe die Fähigkeiten angepasst und das alles angepasst mit der Nationalität, dass das stimmt. Ich habe aber den Editor ein bisschen in Verdacht, dass der vielleicht der Übeltäter sein könnte. Dass er sich das nicht mehr verträgt dann, was ich da umgestellt habe. Die Offline-Karriere, die ich so spiele, also die ich alleine zocke, da habe ich keine Probleme. Da bin ich jetzt in Monza, glaube ich, oder Spa. Ja, bei mir ist Silverstone, wo ich nicht mehr weiterkomme. Ich habe jetzt das auf Windows 7 drauf gemacht, Grand Prix World, mit dem XP-Patch. Habe es tatsächlich zum Laufen gebracht auf dem Windows 7. Ja, habe ich dir gesagt. Naja, Windows 7 klappt gut. Auf Windows 8 wird es wahrscheinlich gar nichts mehr zum Laufen kriegen. Ach, auf Windows 8, da kriegst du nicht mal den Rechner an, ey. Windows 8, das holt man sich ja nicht mal. Eben, das ist wie Kalypso-Spiele. Richtig. Hey! Das sind beides High Nazis, five. Aber nicht wegen dem Airline-Tycoon, ich hab's immer noch wegen der Formel 1.
gut. Aber trotzdem, gut. ich probiere die Beisler Edition jetzt mal auf dem Windows 7 Rechner. Manicur haben wir Gott sei Dank geschafft. Silverstone kann sein, dass ich das Rennen komplett nochmal das Wochenende neu machen muss. Schade, das ärgert mich doppelt, weil der Beisler hätte das Rennen gewonnen. Der Rosberg ist ausgefallen, der Eichert kam nicht in die Punkte, der Bär ist ausgefallen. Ich wäre WM-Führender gewesen, besser als gar nicht laufen können. Mhm. Und dann so eine Kacke. Wahrscheinlich liegt das alles am Schumacher, weil er in Manicur gewonnen hat. Weiß ich natürlich. Hör mir auf, ey, ich flipp da aus, ey. Es liegt immer an Schumacher. Boah, da habe ich echt das Kotzen gekriegt, ey. Weil, Worik, wenn du das siehst, ne? Du kannst einfach direkt auf den Monitor kotzen, wenn du das siehst. hat der Schumacher gewonnen. Oh Gott. Mit was für einem Manöver in der letzten Runde überholt der 2? In der Kurve, in der S-Schikane. Überholt der 2 Leute. Echt, und echt. Und beim Neustart, genau, beim ersten Mal hat der Kenny es nicht gesehen, weil die Kamera ausgefallen ist. Ja, sicher. So, das habe ich jetzt nicht gesehen, nochmal neu starten. Und beim zweiten Mal, da hat er sehen müssen, ist genau dasselbe Überholmanöver wieder passiert. Kenny ist fast ausgeflippt. Hat er sogar gemacht. Ja, echt, der Schuhmacher gewinnt. Das verstehe ich. Boah, ich hätte echt kotzen können, als ich das gesehen habe, ey. Schade, dass du Silverstone-Rennen nicht siehst. Da war der Vettel sogar bis 6 Runden lang auf Platz 2 hinterm Beisler, bis er ausgefallen ist. Ja, und du fragst dich, warum das Spiel abschmiert. Echt? Irgendwas kann nicht richtig sein. Na, am Vettel. Das kann was das nicht war. Richtig sein. Aber tust du offline eigentlich auch mit dem Editor Daten arbeiten, Kenny, oder hast du da einfach nichts gemacht? Offline spiele ich mit dem 2000er-Patch von mir bearbeitet, also ein bisschen Fähigkeiten angepasst, Flaggen angepasst und so weiter, also ist alles bearbeitet in der Richtung. Und der ist nicht abgestürzt bei dir? Da ist bisher nichts abgestürzt, ich hatte einmal den Abbruch, glaube ich, im San Marino, glaube ich, dass er einmal abgestürzt ist, also das hat den Fehler, den man auch schon so hatte, aber sonst... Und bist du WM-Führender? Lief danach wieder durch, ne, ich bin... Mit Alonso bin ich momentan Dritter, glaube ich. Mit 2000er Patch Alonso? 2010. Ah, okay. Das gibt es auch im 2010er? Okay. Ja, das 2010er ist der letzte aktuelle Dienst, den ich so gefunden habe. Mit den Autos drin und so weiter. Hast du recht, ich habe jetzt mal gegoogelt, 2011 und 2012 gibt es nicht. 2.10 ist letzte, aber das ist schön bis 2.10, das ist ja krass. Da kannst du echt viel machen. Vor allem, der sieht auch noch gut aus, der ist ja komplett aufgearbeitet worden, ne? Die Autos halt alle drin und so weiter. Ich meine, klar, DRS und sowas gibt's nicht, aber. Na gut, das gibt's ja auch im Spiegel. Und das Punktesystem ist auch noch das alte. Ja, aber ich mein, das sind Sachen, da kannst du drüber weggucken, finde ich zumindest. Ich habe. Was anderes siehst du gerade, in welchem Game ich bin? Oder es steht bei mir immer noch verbunden? Da steht nur verbunden, glaube ich. Warte mal. Bei mir auch. Verbunden. Bei euch steht... Verbunden, Aber Kenny, ich habe sogar den 1994er Patch runtergeladen für Grand Prix, weil ich mache jetzt mehrere Editions. Also weißt du, so kopiere und dann packe ich mehrere Editions. Eine 94er Version hast du? Ja, gibt's auch. Ist die erste... Ja, da ist sogar der Ayrton Senna mit drin. Also den haben sie doch nicht rausgemacht, wie bei vielen anderen Rennspielen, wo 94 behandeln. Da ist der Ayrton Senna mit dabei. Okay, cool. Und so richtig die alten Bilder ausgeschnitten. Man sieht den Bilder an, aus welcher Zeit sie kommen. Ist richtig cool gemacht. Das ist schön. Ich finde das so geil, dass diese Community da so viel noch dran arbeitet, ey. Ich habe da mal ein Rennen gemacht, Melbourne, da hatte... Der Senna gewonnen vom Eric Bernard im Ligier, der war Zweiter. Okay. Habe ich aber nicht durchgefahren, habe es simuliert dann, weil ich wollte nur testen und da hat er den zweiten Platz gemacht. Boah, ich suche noch ein Auto, mit dem ich gleich fahre, ey. Also ich bin auf jeden Fall da. Ich habe in meine Favoritenliste, ich hoffe, der ist drin, er war der ganze Tag, denn da habe ich hier TR F1 Racing, heißt der Server. Dann gibt es einer, den habe ich drin, Sexy Nesca Fun. Ja, da ist wirklich so. Dann ZR Karting, das ist schon der Pole-Surfer, der ist auch nicht schlecht, aber die Strecke sind halt auch ein bisschen eng. Oder BW Top Nesca Fun. Also ich habe ein paar Surfer in Favoriten gemacht, dass ich sie nicht gleich wieder verliere.
Warte mal, wie heißt denn mein Formel 1 Server? Schauen wir doch mal eben. Online. Ich habe auch ein paar Carpex runtergeladen. Du, Kenny, ich habe gar nicht gesehen gehabt, dass da tatsächlich unter auf der eine Carpex-Seite gibt Seite weiter. Ich habe immer nur eine Seite gesehen, habe gedacht, das ist aber wenig. Da habe ich letztes Mal 194 Seiten durchgeblättert, ey. Ich habe ZR Formula One habe ich und ZR NASCAR habe ich. Ich habe jetzt da Mark Webber Jaguar, Fernando Alonso Ferrari, Ayrton Senna's McLaren sogar, Kubica's Renault. Nee, das sage ich nicht, sonst kriegst du einen Kotzanfall. Ein MS Ferrari von 2005. Bäh. Ferrari von 1988 sogar da drin. McLaren habe ich drin. Vom Hamilton und vom Button. Und vom Kimi Räikkönen noch. Ja, yeah, guter Mann, ey. Und das Sauber vom Hülkenberg habe ich auch drin. Und die DTM von Audi habe ich einige drin. Hast du die denn mit Sound bearbeitet? Oder mit bearbeitetem Sound? Ich glaube, einfach nur normal. Sogar dem Schumacher seit Benetton habe ich drin. Ja, ich habe den 99er Williams von Coulthard ist das, glaube ich. Kann das sein? Mit der 2 vorne drauf? 99 ist da nicht mehr Dings gefahren. Nein, nein, da ist der nicht. 99? Nein, 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 die waren ja lang schon bei McLaren. Das ist dann von 96 oder 97 bei McLaren. Wer hatte denn den blauen Helm mit dem weißen Streifen da drauf? Coulthard. Das war auch Coulthard. Es war aber bestimmt 95 dann mit der 2. Nee, kann ja gar nicht, da war ja Schumacher Weltmeister, da war es 94. 94. Weil okay. Schumacher war ja Weltmeister, konnte ja die 2 nicht haben, der Coulthard hat. Der flachen Nase, oder? Achso, gut, die sehen alle gleich aus wahrscheinlich. Die sehen alle gleich aus. Williams vom Ralf Schumacher habe ich da von 99. Das also und Tyrell bei mir von sehen die nicht gleich aus. Sicherlich freiwillig rein. Leute, also bei mir sehen die nicht gleich aus, ich weiß nicht, was ihr für Skins da habt. Nee, also das stimmt schon, die Formel-1-Autos, die Heckflügel sehen anders aus wie diese Formel-Autos, die gegeben sind bei Trackmania. Aha. Sogar ein Le Mans-Auto von Peugeot, vom Pescarolo-Team von 2009 habe ich drin, geiler Wagen. Ich habe hier ein Force India von 2009. Mercedes von 2011. Ich muss ein Kenny noch mein Auto zeigen. Boah, jau, habe ich immer noch nicht gesehen. Weil, Worik, das wäre was für dich. Jordan von 2001 mit dem Hai und von 96, der goldene. Mhm, auch schön. Der war auch schön, der 96er Jordan. Ja, also bis auf Barrichello war er schön. Aber da fuhr doch auch Brundle in dem Team. Und dann habe ich ein Auto, das ist super genial. Das ist im Design von der UEFA Euro 2012. Das ist auch krass. Okay. Ich habe den also Jordan von 2000 noch hier. Nice. Ferrari 248 F1, den Ferrari F10. Ich habe Ford Fiesta WRC von 2011 auch drin. Jaguar R habe ich drin. Ich habe noch so viele andere Karren, so Nissan GTR und sowas habe ich noch drin, aber ich lese jetzt mal nur Sportautos vor. Ich habe noch den Arrows F1 hier drin. Orange, schwarz. Eine Dodge Viper habe ich auch. Eine Dodge Viper habe ich auch da drin. Ich glaube, es gibt fast kein Auto, was ich nicht hier drin habe. Außer das von Valvoric vielleicht. Ja, ich habe die Porsche habe ich noch nicht drin. Ich muss mir noch Porsche runterladen. Da gab es ja auch schöne Porsche-Autos. Die muss ich mir noch da reinladen. Ich habe das Batmobil. Was? Das Batmobil. Das Batmobil. Citroën DS3 WRC habe ich da auch drin. Gut, ich weiß zumindest zwei Fahrer, die du nicht drinnen hast, Kenny. Doch, ich habe auch Michael Schumacher hier drin. Glaub ich mal, war hier im Ferrari, doch. Aber nur wegen Ferrari hat er wahrscheinlich runtergeladen, nicht wegen Schumacher. Ich lade mir die nicht wegen Mercedes runter. Ich glaube, ich spinne. Ja, ich muss auch zugeben, ich habe tatsächlich Red Bull 2009 von Sebastian Vettel da drin. Na, was für ein Zufall. Ich hätte auch gewundert, wenn das nicht sogar ein Citroën, sogar ein Peugeot Concept Car von 88. Sag, probiert's mal, dass ihr im Suchfenster in Online Bundes eingibt, ob da irgendwas kommt. Okay, ich suche mir jetzt noch ein Auto aus. Ich überlege gerade, soll ich mir mal DTM ab. Wer kann denn eigentlich meine Skins sehen? Nur der Valvoric dann? Oder nicht? Kannst du sie nicht, weil du hast ja dann das United Valvoric. Nein, ich sehe, also wie gesagt, wenn
wie soll ich es denn erklären? Ich erkläre das mal. Also, weißt du, es sehen nur Leute den Skin, die für das Spiel bezahlt haben. Oder wenn du für das Spiel bezahlt hast. Achso, das heißt. Du hast nicht für das Spiel bezahlt, also können die Leute deine Skins nicht sehen. Richtig. Fertig. Okay, man kann sie nur in der Aufnahme später sehen, die Skins. Ja, genau. Ja, wenn du halt selber aufnimmst, genau. Also, genau. Bundes geht nicht, Valborik. Bundes geht nicht? Ach, so eine Testaufnahme. Ich mach mal nebenher gerade Aufnahme an, um zu sehen, ob es falsche Tastatur mal wieder. So, ob es geht. Hätte sich doch typisch hier drei Tastaturen, da verdrückt man sich halt mal. Na klar, hat ja auch jeder drei Tastaturen, da kennt jeder das Problem. Das Luxusproblem, ey. F1 2009, Ferrari, der BAR von 99. Ah, der war schön. Ja, der war schön. Mit dem Reißverschluss auf einer Seite die Werbung, auf der anderen die. Lucky Strike und 555. Die wollten ja mit zwei verschiedenen Autos antreten, BAR, und das hat die FIA nicht zugelassen. Ja, da wollte der Villeneuve die Lucky Strike und der Dings kam mit, der Zonda kam mit 555, ja. Aber das wollte die FIA nicht. Ja, aber es sah dann geil aus, der Kompromiss. Ich habe noch den F1 Williams von Damon Hill damals. Das Konzept-Car hat auch geil ausgeschaut aus der Zeit, wenn ihr das habt. So ein blaues. Das habe ich nicht. Test-Car, da habe ich sogar so einen Boliden zu Hause stehen. Sieht in Modellform. Ja. Ich habe das Euro 2012 Auto. Grand GP-Car, den F1 Renault R27. Dann den Ferrari F10 mit Alonso, den Ferrari F2000 mit Massa, den Ferrari F2008 mit Schumi, bäh. Ich habe den F2005 mit Schumacher. Selber schuld. Und den Ferrari F88. Ich habe hier einen McLaren Honda MP4.6. Oh, das ist dann auch schon ein älteres. Das ist schon Anfang 80. Das ist auch so ein Senna, oder? Ja, rot-weiß ist der, ne? Die waren alle rot-weiß in der 80er, ja, mit Shell. Ja, orange-weiß. Da sahen die noch gut aus, ey. Obwohl die silbernen Dinger sehen jetzt auch mega geil aus. Da habe ich den MP422 von Alonso. Ach, das von 2.7 dann, gell? Wo der das ein Jahr schon mit Hamilton war. Ja, genau. Ist. Nochmal ein McLaren Honda aus dem anderen Jahr. Ah, der fährt nicht, der steht nur in der Box, oder? Keine Ahnung. Ich habe es noch nicht probiert. Passend wie damals. Ich glaube, ich nehme den Hülkenberg auf. Ich habe den Optimus Prime. Ich habe sogar den Sauber C12 von J.J. Lechto 1993. Alter. Der war ja nur schwarz, der Sauber. Vater, wer lässt dich die Map einfallen? Ich habe einen F1 Porsche Concept Car. Schade, dass es nur ein Concept Car war. Red Bull 06 Weber. Renault R30. Du hast doch einen Red Bull, was ist denn los jetzt mit dir? Ein Schumacher von Red Bull? Ist da voll zum Fanboy. Irgendwas ist da echt schief gelaufen, ey. Ja, du sag mal. Ja? Jenny, hast du den Grand Prix 2 Manager, den spielst du nicht mehr aktuell, oder? Da habe ich das Problem, dass er meine CD nicht erkennt. Man kann das zwar kostenlos runterladen, aber ich glaube, dann ist das nur auf Englisch. Und da ich dann einfach viel mehr mich auf den Grand Prix World Manager konzentrieren wollte. Weil ich habe den nämlich zum Laufen gebracht bei mir auf dem XP-PC, musste ich aber so eine Systemdatei runterladen, die Windows XP nicht mehr hat. Okay. Und wie findest du den Manager? Der Grand Prix 2 Manager. Mhm. Der ist nicht schlecht. Ich glaube, da kann aber der Kenny sogar noch ein bisschen mehr dafür sagen wie ich. Der hat den, glaube ich, gesüchtelt. Ich habe den damals bis zur Vergasung gespielt. Es war halt nur ätzend. Okay. Es war halt nur ätzend nach einer Zeit, wenn du halt immer viel Geld in die Entwicklung gesteckt hast. Dann warst du nachher sowas von dominant, dass du einfach so die Rennen halt, keine Ahnung, einfach so gewonnen hast. Du bist vom Start weggefahren, hattest in Runde 5 die erste Überrundung. Und dann warst du relativ schnell durch. Aber da waren halt noch die Editormöglichkeiten halt noch viel größer, weil du sehr eigene Strecken einbauen konntest und so weiter. Musst halt nur ein bisschen was mit Paint arbeiten und dann war die Kiste auch durch. Mhm. Du konntest sogar die Teams ändern beim Start, gell? Du konntest also sagen, ich nenne das Team, nimmst zum Beispiel Red Bull und nimmst um in Beißler BMW oder so irgendwas. Das konnten wir ja alles machen. So, jetzt sind wir der Beißler mit dem Stäuberwind wieder.
Das habe ich nicht mehr rausgemacht, das Stolperbild seit dem letzten Mal. Boah. Ach. Das war laut. Das war extrem laut. Echt extrem. Ich habe nur auf 7 gestellt, Prozent, die Lautstärke. Das finde ich extrem leise. Aber ich mache es. Dann lasst es über die Boxen laufen und wir hören mit, oder? Ich mache es mal auf 2 oder 3. Dann soll das Auto nicht so laut sein. So. Weil Vorik steht jetzt, spielt online, klicke, um mitzuspielen. Bei Kenny steht nur verbunden. Ja, ich schaue noch nach dem Auto für mich. Ich kann mich nicht entscheiden, ich habe viel zu viele, ey. So eine Kacke. Wie eine Frau. Ja, echt. Welche Handtasche nehme ich heute? Welchen Luxuswagen fahre ich heute, ey? Ja, das ist schade, das ist aber geil, dass man so viele Autos reinmachen kann. Das macht das Spiel noch umso. Ich spiele das immer wieder gern, jeden Tag mal eine Runde, wenn ich sonst. Okay, oder auch heute, wo ich vom Radiologe gekommen bin, habe ich mal 2 Runden gezockt. Das ist das Perfekte für zwischendurch. Ja. Genau, deswegen spiele ich immer mal, wenn ich mit weiß, was soll ich jetzt oder wo soll ich jetzt weitermachen. Ach, ich zocke jetzt erstmal Trackmania und dann werden wir sehen, wo es weitergeht. Also ein Spiel, damit kannst du dich entweder echt stundenlang beschäftigen oder einfach nur mal so zwischendurch ein, zwei Ründchen zocken, und dann ist das fertig. Aber der schade, dass ich den Server hätte speichern sollen, wo ich aufgenommen habe, das Video kommt jetzt demnächst. Da waren so unfertige Maps, ja, da war so ein Looping, da musste man irgendwie so, und der war nicht fertig, da konnte man nicht rüberspringen, ist man dauernd runtergefallen. Und das Ziel, das war so weit weg, also da ist einer ins Ziel gesprungen, so ein Amerikaner, ich glaube, der hätte geschummelt, weil da kommt, die anderen sind alle immer runtergefallen. Ich würde gerne wissen, wie der ins Ziel gekommen ist. Das hat die Map gebaut wahrscheinlich. Also, ab und zu gibt es ja echt solche Cuts, die erwischt so, man gar nicht wirklich, wenn man nicht so weiß, wo die sind. Maps. So gestörten Maps nenne ich sie. Die war so unfertig, also wer sich die einfallen lassen hätte. Gehört so, was ist? Ich habe jetzt letztens nach dem Editieren von Grand Prix World, hatte ich das erste Mal auf diesem Rechner einen Bluescreen. Ich habe aber auch die falsche Datei dazu geöffnet. Bluescreen-Exe. War der Bluescreen da, ey. Oder? Aber die Bluescreen-Exe. Aber gut zu wissen, dass du sagst, du hast den 2.10er-Patch mit angepasste Editor-Sache gemacht und der geht bis zum Saisonende durch. Dann kann das nicht der Editor sein, da muss es was anders sein. Ja. Ich muss die Beißler Edition mal auf den Laptop aufladen, weil die Dateien habe ich ja. 2008. Wegen des Speicherstands, ne? Hast du da nicht irgendwo Sicherheitskopie gemacht? Ich habe doch gesagt, bevor du damit arbeitest, immer eine Sicherheitskopie machen. Doch, doch, ich habe die Sicherheitskopie. Erst habe ich den Beißler Edition nochmal in den Ordner kopiert. Die habe ich also 2-mal drauf. Ja. Du müsstest das halt nur nochmal machen, oder? Das Rennen wahrscheinlich. Ich habe die die unangepasste Edition habe ich noch mit dem unangepassten Spielspeicherstand. Also, okay, das ist alles. Bist du dann noch vor Silverstone, richtig? Genau, das war der Speicherstand nach Manicur. Okay. Ja, dann ist ja nicht alles verloren. Dann ist ja einfach nur das Editierte halt nicht übernommen worden. Das hat doch, es hat bis alles schon geklappt. Also, es waren alle in der richtigen Nationalität, die Stärke angepasst. Ja, ich dachte, aber jetzt halt, dass du eventuell das. Dann. Weil du halt in dem einen Rennen festhängst, darum dachte ich jetzt, dass du eventuell die Saison komplett neu starten musst. Nee, nee, das nicht. Ah, dann ist also ja ich gut. Kann halt mit der uneditierten Edition weitermachen. Ich oder halt sagen, die damit eh die Saison angefangen, von daher würde ich das damit auch zu Ende machen und dann eventuell zur neuen Saison einmal gucken, ob du da irgendwas machst. Achso, ja, genau. Nicht mit den Werten von Wurz, sondern mit den Werten von Schumacher dann starten. Ja. Vielleicht schaffen es bei Rurik und ich dann ja auch da rein. Ich hab's den, ja, das muss ich gestehen, den Schumacher und den Vettel auch angepasst, natürlich, klar. Alle eigentlich, auch der Bergmann hat bessere Fähigkeiten gekriegt, selbst der Bergold habe ich nach oben geschraubt. Nur der Grün nicht. Doch, selbst den Grün habe ich nach oben geschraubt von den Fähigkeiten. Okay. Dann habe ich bei den Testfahrern, also Kubica und so. Hast du einen Kenny und mal Warwick auch reingekommen? Nee, habe ich nicht reingemacht. Da müsste ich ja noch Bilder haben. Die habe ich ja nicht.
Das ist ja mit Bilder. Wenn es jetzt ein Spiel ohne Spielbilder wäre, dann wäre es einfacher. Ja, gut, da kann man auch irgendein Bild reingeben. Ja, das Bild vom Alesi, oder? Zum Beispiel. Wenn Van Gogh geburtst, dann. Ja, zum Beispiel. Ja, und dann habe ich das angepasst bei den Fahrern, die es wirklich gibt, bei den Echtfahrern. Da habe ich auch einige drin, wie der Kubica. Da habe ich nachgegoogelt bei Google über Wikipedia, wie viele Rennen hat er gefahren, was hat er gewonnen, und habe das dann 1:1 übernommen und reingetippt. Ja. Zum Teil war es krass, so ich habe ja Sean Alesi und Damon Hill da als Testfahrer drin in meinem Spiel. Das war schon krass, der Damon Hill, glaube ich, mit 53 der älteste Fahrer in dem Feld. Der Alesi mit 49, das Originalalter übernommen von denen. Schumacher wird's ja passen, wenn der nochmal in die Formel 1 kommt. Mit 53. Noch ist das Gerücht nicht ganz durch. Aber ja, abwarten. Wenn Sauber auch Konkurs anmelden möchte, dann müssten sie eigentlich einen Barrichello nehmen. Ja, wenn der Millionen mitbringt von irgendeinem Sponsor, dann ja. Bei Hülkenberg ist ja auch im Moment gerade das Problem, dass Lotus hat ja auch kaum Geld. Mhm. Der wäre eigentlich der beste Kandidat fürs Lotus-Cockpit, aber die Frage ist, ob Lotus dann auf einen Besalfahrer setzen will, dann ist der raus. Ach übrigens, Van Worik, wir müssen mal unbedingt wieder versuchen, Grand Prix World aufzunehmen, denn der Giftmischer hat heute unter die Quali geschrieben. Wann kommt endlich das Rennen? Die Wartezeit ist ja die reinste Folter. Der Giftmischer. Ja, so ein Kommentar habe ich jetzt noch nicht bekommen. Mein Lieber. Und da ist die Wartezeit auch nicht kürzer als. Also wenn Leute arbeiten. Wenn es mit Skype geht oder so, dann probieren wir es mit Skype, und ansonsten probieren wir dann halt nochmal dieses andere da. Teamfilm. Ja, schon noch was. Ansonsten schaue ich mal, ob ich vielleicht erstmal mit Grand Prix World, solange bis ich umgezogen bin und so weiter, dass ich da erstmal irgendwie eine Solo-Karriere mache oder so, mit dem 2010er Mod halt. Mhm. Mal schauen, und dass wir dann, also, weil das Spiel will ich so nicht weitermachen. Ich war jetzt, wann war das denn? Am Freitag. Jetzt ja kurz vor meinem Urlaub war ich in Duisburg. Ich habe dann eine Kundin abends um kurz vor 9 in der Nährmittelabteilung stehen. Die war die ganze Zeit am Rummurmeln. Sie sucht irgendwas, hier findet sie ja gar nichts. Ich habe mich zu ihr umgedreht, habe sie freundlich begrüßt, habe sie gefragt, kann ich Ihnen was helfen? Suchen Sie was Bestimmtes. Dreht sie um zu mir, guckt mich an und sagt, ja, Sie können mir helfen. Halten Sie die Fresse. Ich stand dann nur so, Entschuldigung, schönen Abend. Es gibt wirklich noch Leute, die handeln dann wie den letzten Dreck dann. Aber wirklich. Aber sie hätte wenigstens noch sie gesagt, ich meine, ne? Aber trotzdem, ey. Manche hätte dann gesagt, Alter, halt's Maul. Nee, aber was habe ich noch nie erlebt? Sonst wird immer gesagt, nein, oder man geht einfach nur weg. Die fühlen sich höher in der Nahrungskette oder keine Ahnung und meinen dann irgendwie einen blöden Spruch abzubringen. Aber sowas, dann halten sie die Fresse. Ich dachte auch so, Alter, das habe ich noch nie gehört. Dortmund-Applerbeck, einer der assigsten Märkte, die es gibt. Oh, das scheint dann auch ein Assi-Viertel in Dortmund zu sein, oder? Ja, und Dortmund-Bornstraße, da haben wir gegenüber den Straßenstrich, da haben wir ab 22 Uhr dann die Nutten im Haus. Ja, Applerbeck ist momentan mein aktueller Markt neben Emstetten. Emstetten geht noch, da hast du nur eigentlich echt absolut verpeilte Leute rumlaufen. Wir haben einen geschnappt beim Diebstahl hinten ins Büro. Ach, boah Leute, ich muss pinkeln, sonst mal ins Büro, haben wir ihn aufs Klo gebracht. Er kam da nicht raus, dann haben wir die Polizei da rausgeholt, der war schon voll gedröhnt mit Methadon. Hat er sich gegeben. Krass. Gut, dann die haben ja Hausverbot, Polizei hat ihn halt dann nicht mitgenommen und ja, dann. Keine Ahnung, Viertelstunde später ruft mir der Detektiv an und sagt, der ist schon wieder im Markt. Ich sag, wie, der ist schon wieder im Markt? Ja, der geht gerade Richtung Kasse. Ich hingegangen zu ihm, ich sag so, guter Mann, Sie haben hier Hausverbot, wissen Sie das? Steht so vor mir. Ich dachte, das gilt erst ab morgen. Sie haben heute geklaut. Mit Aufspruch des Hausverbots ist das gültig, ey. Das hat er noch gecheckt. Boah, so fertig, ey. Den dachte ich ab morgen. Heute gilt das nicht. Aber na gut, Leute, lasst mal zocken jetzt. Ja.
Wo gehen wir rein? Da, wo der Valvorik jetzt drin ist, der ist ja scheint im Server drin. Very Shorts ist am Fahren. Sollen wir mal die Formel 1 Strecken nehmen hier? Können wir auch machen. Machen wir was anderes. Very Shorts haben wir ja öfters mal. Das ist ja nur mit einmal im Ziel. Probieren wir mal Formel 1 aus. Dann warte ich nur bei Kenny noch verbunden. Dann müsste dann bei Kenny mit Spiele kommen. Brasil Race ist hier drauf, Sachsenring ist hier drauf. Sachsenring, das ist auch eine coole Rennstrecke. Laguna Seca, Sochi, Korea. Das ist meine Lieblingsstrecke in der USA, Laguna Seca. Wenn du die anschaust, die sieht immer aus wie der Länderumriss von Deutschland. Muss ich dir mal anschauen, Streckekarte von Laguna Seca. Das sieht hast immer du erzählt aus, bei deinem LP. Finde ich krass, aber ich mag die Strecke. Solange es kein Vettelfinger ist. Nein, es ist nur der Länderumriss von Deutschland. Der Vettelfinger. Damit der Valvorik sofort ablehnt, den Server zu fahren. Ja. Mit die Strecke. Ach, das ist hier so. Das ist Rundenfahren, da müsst ihr mal gucken, ob euch das gefällt. Wenn nicht, dann spielen wir halt irgendwas anderes, so ein Zeitrennserver. Dann gehen wir wieder zum Veryshot. Da bin ich eh meistens Letzter. Sind das dieselben Strecken wie vom letzten Mal oder was? Nee, ich glaube nicht. Okay. Oder soll ich mal in den F1-Server eingehen? Ich habe auch einer drin. Hast du mit Zeitrennen oder hast du auch Runden? Mit Runden, ich habe alle nur mit Runden. So Nesca habe ich noch, die sind auch recht gut. Ich glaube, die F1 sind immer mit Runden. Zumindest die, was ich bisher gesehen habe. Damals noch. Ich habe einen, der hätte sogar Boxenstopps drin. Da muss man jede Runde Box. Hier steht bei mir jetzt auch Pit Now. Wo ist denn hier ein Pit? Und ich habe, wenn du die Enter-Taste drückst, irgendwie kriegst du Drive-Thru-Penalty, was ist Stop and Go. Echt krass. Wie gesagt, ich hätte das auch mal so. Ich habe jetzt mal welche da gespeichert. Ah, kenne ich schon. Wenn ich Escape drücke, starte ich nochmal. Darf ich gar nicht mehr starten? Auch nicht schlecht. Naja, lass uns irgendeinen Side-Server nehmen, ey. Ich glaube, das ist kacke. Probieren wir es mal aus. Wir können ja immer noch rausgehen, oder? Ja. Oder eine Rennen probieren wir aus, oder? Ach, jetzt auch auf dem Formel-1-Server, oder was? Ja. Ein Rennen. Wir sehen dann nach dem einen Rennen, ob es uns was macht oder ob man sage, Schießtrick. Da gehe ich jetzt mal bei dir rein, Kenny, weil du bist ja, denke ich, im F1-Surfer. Ja, weil Vorig auch. Drinnen. ARZ Formula One, den muss ich mir gleich in der Favorite reinmachen. Muss ich auch gleich mal die Aufnahme starten, denn die läuft hier ab jetzt. Da gibt es auch keine große Begrüßung, ist ja nur eine Pause-Race. Aber das ist jetzt hier keine Formel-1-Strecke, die heißt Highway to Hell, warum auch immer. Ja, hat auch irgendwas mit Formel 1 zu tun, Highway to Hell. Pass auf, die GEMA. Ah, die GEMA, ja, die sperren die halbe Songs auf YouTube, das finde ich zum Kotzen. So, ich fahre mal den Bundesbeißler nach. Pitnow, wo ist hier jetzt die Boxengasse? Wenn mir das einer verrät, vorbei. Das war's, das ist schon vorbei. Das war. Ah, das Lied habe ich jetzt auch schon mal auf einem Server gehört, das kenne ich jetzt auch schon. Aber da gab es keinen Button Add to Favorites. Da muss man aufpassen, in der kostenlosen Version hat man nur eine beschränkte Anzahl, die man Favorite machen darf. Ja, aber kannst ja Escape drücken und dann Server zu Favoriten hinzufügen.